Nils, warum sollte man sich nicht hauptsächlich auf Aktien stürzen, in denen man ordentliches Kurspotenzial sieht, sondern besser auf Aktien, die auch Dividenden ausschütten? Was versprichst du dir davon? Eine interessante Frage. Eine Aktie, die steigt, ist natürlich immer besser als eine Aktie, die fällt, aber das weiß ich auch immer erst hinterher. Also auch die Aktien mit Kurspotenzial, kann ich erst hinterher sagen, ob es sich realisiert hat oder nicht. Insofern ist eine Dividendenzahlung immer ein zusätzlicher Sicherheitspuffer. Das heißt, ich generiere ein Einkommen, auch wenn eine Aktie nicht steigt. Das ist ein Punkt dabei. Und der zweite Punkt ist, dass ja ein Kurspotenzial oder dass der Aktienkurs eine abgeleitete Funktion des Unternehmenswertes ist. Das heißt, wenn ich also ein Unternehmen habe, was einen bestimmten Wert hat, dann folgt der Aktienkurs langfristig immer dem Unternehmen, dem Wert. Und es ist eben auch so, dass viele Aktien, die tatsächlich langfristig auch Dividenden ausgeschüttet haben, wenn man sich einen Kurschart über 20 Jahre anschaut, dann eben auch im Kurs immer wieder gestiegen sind. Also eine Apple, eine Johnson & Johnson, eine Procter & Gamble, eine Coca-Cola kriegt man heute nicht mehr zum gleichen Preis wie vor 20 Jahren. Das heißt, Aktien, die Dividenden ausschütten, die also regelmäßig Gewinne an die Aktionäre zurückgeben, bieten erstens eine Sicherheitsmarge und sie bieten zweitens auch einen steigenden Unternehmenswert und damit langfristig auch immer Kurspotenzial in der Aktie selbst.